Basti hat uns letzte Woche schon reingenommen in diese Serie und hat so einen Satz geprägt, den habe ich euch mitgebracht nochmal. Der ist bei mir hängen geblieben, weil er ein bisschen verwirrend ist. Und zwar heißt es da, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ja? Also auf Christus bezogen, die Hauptsache ist, dass Christus die Hauptsache bleibt. Okay? Und dann habe ich gedacht, ich schließe mich mal der Idee an und ich definiere auch mal so einen Satz für heute. Der klingt zwar bei weitem nicht so cool wie der von Basti, aber ich habe diesen Satz definiert und das ist so ein bisschen der Slogan für heute. Die Hauptsache ist, fest in Christus verwurzelt zu bleiben. Okay? Der Kernvers heute, den habt ihr auf eurem Armband, das ist das Gute. Deswegen hoffe ich, dass ihr wenigstens zwei, drei Sachen mitnehmt aus der Predigt, sodass, wenn ihr euer Armband anguckt, dass ihr euch denkt, ah, da war was. Da gab es so ein, zwei Punkte, die erinnere ich mich noch. Und deswegen wollen wir einfach mal Kolosser 2, Vers 7 lesen. Dort heißt es, da schreibt Paulus, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Das heißt, was Paulus hier macht, ist, er vergleicht uns ein bisschen mit einem Baum. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen weniger rühmlich, aber zufälligerweise haben wir heute einen Baum hier auf der Bühne. Danke, Lissi, an der Stelle. Und ich will mal versuchen, ich hoffe, die Kamera kriegt mich noch, seid ihr wach? Gut. Ich will das mal versuchen, ein bisschen an diesem Baum zu erklären, ja? Paulus sagt, wir sind wie ein Baum, also wir Menschen sind wie ein Baum und Christus ist wie diese Erde. Wir nennen das jetzt mal Nährboden, weil das klingt ein bisschen schöner als Erde. Und genauso wie dieser Baum jetzt verwurzelt ist in dieser Erde, wie er dort platziert ist, wie er dort verankert ist, dort Halt findet, dort seine Nährstoffe findet, das Wasser rauszieht. Genauso, sagt Paulus, sollen wir auch verwurzelt sein in Christus. Das ist sozusagen dieses Bild, was ich ein bisschen malen möchte und ein bisschen näher darauf eingehen möchte. So, wir als Baum verwurzelt in Christus und diese Wurzeln sind sozusagen unser Glaube in Christus, das uns verwurzelt in diesem Nährboden. Jetzt ist es natürlich so ein Bild, da kann man ganz viele Aspekte rausziehen. Ich weiß nicht, vielleicht klingelt es bei euch auch schon, ihr habt so Assoziationen zwischen einem Baum und unserem persönlichen Leben, unserem geistlichen Leben. Und ich möchte mich wirklich nur auf so zwei Punkte fokussieren, wo ich das Gefühl habe, dass sie auch besonders für euch jetzt nochmal eine besondere Relevanz haben, aufgrund von eurem Alter, aufgrund von eurer aktuellen Situation, eurem Werdegang mit Jesus auch. Und deswegen kann man das so ein bisschen auch an diesem Vers 2,7 so ein bisschen ableiten. Ja? Der eine Punkt ist überhaupt verwurzelt zu sein. Was bedeutet es, verwurzelt zu sein? Und der nächste Aspekt ist auch dieses verwurzelt zu bleiben. Okay? Das sind so ein bisschen die zwei Aspekte, die kann man schon mal ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich habe mich gefragt, warum soll denn ein Baum überhaupt verwurzelt sein? Was bedeutet es, für einen Baum verwurzelt zu sein? Wir können uns das mal angucken. Wenn ich jetzt mal beispielsweise diesen Baum ein bisschen nehme und ich mache es mal nicht zu stark, ich rüttel da mal ein bisschen dran oder ich versuche den mal rauszuziehen, zu bewegen, merke ich, okay, dadurch, dass der Baum Wurzeln hat in dieser Erde, dass er da gepflanzt ist, dass er da verankert ist, hat er einen gewissen Halt bekommen. Der hat eine Position bekommen, einen Standpunkt bekommen. Das ist der Fixpunkt. Ja? Der wird sich jetzt nicht mehr viel durch die Gegend bewegen, sondern der ist dorthin gepflanzt und er ist dort verankert, wo er hingestellt ist, weil er verwurzelt ist. Das heißt, dieses Halt geben, was so eine der Hauptfunktionen auch von Wurzeln sind, kann man auch übertragen auf unser Leben. Weil durch unseren Glauben, durch diese Entscheidung, die auch ihr getroffen habt, dass Jesus euer Herr ist, dass ihr euch mit einbezieht, dass ihr daran glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, seid ihr mit einbezogen und dadurch habt ihr eine neue Identität gewonnen. Das ist vielleicht dieses Schlüsselwort, das habt ihr vorhin auch schon erwähnt, dass ihr das auch in Get Ready schon erwähnt oder ein bisschen diskutiert hattet. Und das ist so dieses, in Christus gegründet zu sein, diese neue Identität zu bekommen. Und der springende Punkt ist eben, dass wir immer noch auf dieser Welt leben. Aber durch diese neue Identität sind wir verwurzelt ganz woanders. Wir haben unsere Identität nicht mehr in dem, wie die Welt uns sieht, was wir in dieser Welt tun, sondern unsere Identität liegt in dem, was Christus über uns sagt. Dass wir geliebt sind, dass wir errettet sind. Ja, das ist eine Identität, die im Geistlichen verankert ist und die unabhängig ist von dieser Welt, von dem, was die Welt uns vielleicht zu sagen hat, was wir sein sollen, was wir, wo wir stehen. Das habe ich deswegen erwähnt, weil das auch was war, was mich persönlich sehr herausgefordert hat.
Als ich so im Alter von, ja, was sage ich, 15 bis 18 ungefähr, hatte ich auch eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich habe mich nicht mehr so sehr auf diese Verwurzelung in Christus berufen, sondern ich war viel am Ausprobieren. Ich habe gedacht, hey, ich guck mal, was hat denn die Welt so ein bisschen zu bieten, ja? Und da habe ich gemerkt, auch gerade zum Beispiel in meinem Kontakt mit Mitschülern, mit Freunden, mit Kollegen, die eben diese Verwurzelung in Christus nicht hatten, habe ich gemerkt, oh, die leben ihr Leben irgendwie anders. So diese Identität, die anders ist, die äußert sich darin, dass sie andere Entscheidungen treffen, dass sie andere Prioritäten haben im Leben. Und ich habe gemerkt, oh, da passe ich irgendwie nicht so ganz rein. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich diese Verwurzelung in Christus habe, ja, ich sag mal, ich bin jetzt hier verwurzelt und das sind jetzt so diese weltliche Verwurzelung, ja, dann stehe ich hier in meiner Verwurzelung, in dieser Identität, die ich auch irgendwie angenommen habe, zu sagen, ja, ich bin Kind Gottes, dann kann ich nicht gleichzeitig da drüben auch noch verwurzelt sein. Das gibt so eine Spannung, ja. Und das war sowas, wo für mich sehr herausfordernd war, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss echt klare Sache machen. Ich muss da irgendwie dazu stehen, zu diesem Fundament, wo ich mich ja auch zugehörig fühle. Da gibt es einen schönen Psalm, der ist auch relativ bekannt, weil der direkt am Anfang steht, ist der Psalm 1. No pun intended. Und dort heißt es, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über das Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Und das ist doch so dieses schöne Bild, diese Identität, diese Verwurzelung in Christus, diese Identität, die wir in ihm haben. Das ist was Konstantes, das ist was uns mit Wasser versorgt, was uns mit Nährstoffen versorgt. Das gibt uns eine Identität, die über das hinausgeht, was wir hier in dieser Welt erfahren. Und gleichzeitig zeigt dieser Vers aber auch diese Perspektive eben, wie ich das gerade gesagt habe, dass es auch Menschen gibt, die diese Verwurzelung nicht haben. Und mein Zuspruch einfach an euch ist dieses, in diesem Kontakt auch mit solchen Leuten, mit solchen Menschen, auch zu dem zu stehen, wo eure Verwurzelung ist, wo ihr euch zugehörig fühlt, wo ihr eure Identität habt. Da keine Kompromisse einzugehen, das kann ich euch aus eigener Erfahrung empfehlen. Das ist ein bisschen diese Schwierigkeit, diesen Standpunkt auch zu behalten. Einerseits gibt es Identität, aber gleichzeitig erzeugt es auch so ein bisschen so ein Spannungsfeld. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Ja. Und es geht auch gar nicht immer darum, dass andere Leute irgendwie ganz anders verwurzelt sind oder alles anderes machen als wir. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass letzte Zeit, wenn ich viel mit jungen Leuten auch geredet habe, da kam oft auch eher so Antworten, so nach dem Motto, man verwurzelt sich gar nicht mehr. Zum Beispiel, ich sehe das viel zum Beispiel in Beziehungen, ja. Man geht zum Beispiel gar keine Ehe mehr ein, sondern man führt eine Beziehung zusammen, man wohnt zusammen, aber man geht keine Ehe ein, weil wenn man dann halt sagt, ja, es ist halt doch nicht, dann kann man halt auch leichter wieder gehen, ja. Das heißt, man lässt immer so diese Türe offen. Man verwurzelt sich nicht, sondern man geht so ein bisschen, ja, mal gucken, was heute ist und ich gehe mal nach dem, was ich heute mag, was ich heute tun will und morgen gucken wir mal weiter. Und das Bild, was ich da ein bisschen bekommen habe, ist, ich weiß nicht, wer Western guckt zum Beispiel, da kommt es häufiger mal vor, wenn man so eine richtige verlassene Gegend, so ein altes Dorf sieht, dann rollt da manchmal so ein runder Busch durch die Gegend. Ja? Das hüpft dann durch die Gegend und es soll eigentlich nur zeigen, hier ist tot, ja? Da lebt nichts mehr. Und ich habe das gesehen in der Doku über die Wüste, weil es auch so einen Busch gibt, der sich gar nicht verwurzelt, sondern es ist einfach so ein runder Ball. Und der lässt sich vom Wind treiben. Und wenn der Wind heute aus Norden in den Süden bläst, dann geht der Busch in den Süden. Und wenn der am nächsten Tag vom Süden in den Norden bläst, dann geht er wieder in den Norden. Der sucht sich sozusagen diesen Weg des geringsten Widerstandes. Ja? Der ist nicht verwurzelt. Und das ist genau gegensätzlich auch zu dem, was Paulus uns jetzt auch hier schreibt, ist, wir sollen wie ein Baum sein. Wir sollen verwurzelt sein in ihm, in Christus. Und wenn wir das zum Beispiel auch mal zu Ende denken, was macht denn ein Baum auch aus? Ja, ein Baum hat einen Mehrwert auch für sein Ökosystem, für sein Umfeld. Es geht nicht nur um einen selber, es geht auch um dieses Umfeld, in das man gepflanzt ist. Man kreiert einen Fixpunkt auch für Lebewesen, um Schutz zu finden, um Nahrung zu finden, um Sicherheit zu finden. Ja, das ist was Beständiges. Wir sind berufen, ein verwurzelter Baum zu sein und kein rollender Busch. Jetzt habe ich ja gesagt, das ist so dieser eine Aspekt von diesem Identität, dieses verwurzelt sein. Aber jetzt schreibt ja Paulus in diesem Vers, wir sollen verwurzelt bleiben.
das deutet ja darauf hin, dass es ein Prozess ist. Ja, genauso wie ein Baum wächst. Ja, das sieht jetzt aus, als wäre das ein Standbild. Dem muss man ein bisschen Zeit geben, weil der ein bisschen langsamer wächst, aber er wächst. Ja, das ist ein Prozess. Und genauso geht es auch bei uns nicht darum, einmal diese Entscheidung für Christus zu treffen, sondern in dieser Identität, die daraus resultiert, zu leben und zu bleiben. Ja, genauso wie für euch zum Beispiel, ihr habt diese Entscheidung getroffen und Get Ready war jetzt mehr so ein Jahr, in dem ihr auch eure Wurzeln ausstrecken konntet. Auch gemeinsam vielleicht in der Gruppe, vielleicht auch mit euren Leitern in die Tiefe zu kommen, in die Breite zu gehen, euch zu verwurzeln in diese Identität in Christus. Und dazu können wir mal zurückspringen in den Kolosser, Kolosser Kapitel 1, 26, 28. Und ich möchte es einfach kurz vorlesen. Ihr habt erfahren, was von Anfang an der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Wie ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit, dadurch habt ihr die feste Hoffnung, die feste Zuversicht, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir so einen Baum angucken, ja, der fängt mal als Same an. Und zum Beispiel nehmen wir mal eine Eiche, die hat alles an Potenzial in sich, um eine Eiche zu werden. Aber die Eichel kann das nicht von alleine tun. Die kann nicht einfach sagen, so, ich werde jetzt ein Baum und dann zieht sie die Kraft aus sich selber. Und genauso ist es auch bei diesem Baum. Erst wenn dieser Same sich verwurzelt mit dem Nährboden, erst wenn er da seine Nahrung rauszieht und anfängt zu wachsen, dann kann er dieses Potenzial, was in diese Eichel reingelegt ist, überhaupt erst entfalten. Das heißt, erst durch diese Verbindung von Wurzeln mit der Erde entsteht Wachstum. Ja, deswegen ist es so wichtig, deswegen schreibt Paulus, wir sollen verwurzelt bleiben in Christus. Und vielleicht ein typisches Beispiel, oder was man sicherlich kennt, ist dieses Beispiel von vom Weinstock und der Rebe. Ja, wir lesen es in Johannes 15, da heißt es, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden sein. Bleiben sogar, bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und das ist dieser Fokus, den ich setzen will auf diese Verbindung. Ja? Diese Verbindung zwischen euch und Christus. Diese Wurzeln sind der Ausgangspunkt für das Wachstum von dem Baum. Es ist ja auch irgendwie ein bisschen, also für mich ist es erleichternd zu wissen, dass ich das Wachstum nicht aus mir selber rausziehen muss. Ich muss nicht selber wachsen. Das, was Paulus hier sagt, ist, erst durch diese Verbindung mit Christus, daraus geschieht das Wachstum. Erst kommt diese Verbindung und dann kommt das Wachstum, dann kommt die Frucht. Und diese Frucht, die Gott in euch reingelegt hat, ja, diese eure persönliche Berufung, das Spezifische für euch, diesen Ort, wo er euch auch hingestellt hat, den Plan, den er spezifisch mit euch vorhat, der kommt nur dann wirklich zum Tragen, der kann nur dann Frucht bringen, wenn wir in dieser Verbindung mit ihm bleiben. Das Bleiben ist hier das Wichtige. Und ich glaube, das haben wir jetzt irgendwie so verstanden. Okay, es ist das Zentrale, wenn es um diesen Prozess auch geht, um dieses Bleiben, ist wirklich diese Verbindung mit Christus. Aber ich will nicht nur irgendwie Theorie labern, sondern ich will euch auch einfach was weitergeben, wo ich gemerkt habe, das hat mir geholfen, auch in dieser Verbindung zu bleiben, so ein bisschen die Frage zu beantworten, wie wachsen denn unsere Wurzeln eigentlich in Christus? Und auch dafür ist dieses Bild von dem Baum eigentlich sehr schön, weil wenn man ihn mal anguckt, wir sehen ja eigentlich nur die Blätter, wir sehen den Stamm und die Wurzeln sehen wir eigentlich gar nicht. Ja? Obwohl das der zentrale Punkt ist für den Baum, sehen wir die gar nicht. Und genauso, glaube ich, geschieht es auch mit uns, dass ganz viele Wurzeln im Verborgenen sind. Die wachsen auch erst im Verborgenen. In Matthäus 6, Vers 6 lesen wir, da heißt es, wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ganz praktisch, ja, diese stille Zeit, diese Zeit mit Gott, diese Gemeinschaft mit Gott im Verborgenen ist das, was diese Wurzeln wachsen lässt, was uns verankert in ihm.
dass ich jetzt zum Beispiel hier vorne stehe auf der Bühne und von 200 Leuten angeguckt werde, das tut relativ wenig für meine Wurzeln. Aber dieses Zimmer zumachen und mit Gott Zeit zu verbringen, diese Gemeinschaft mit Christus, das ist das, was unsere Wurzeln wachsen lässt. Und da gehören so Sachen wie Gebet dazu. Gebet ist essentiell. Wir haben, vielleicht bist du jemand, der durch Lobpreis connected, ja? Dann kann das zum Beispiel was sein, wie du deine Verbindung mit Christus irgendwie leichter findest oder da besser reinkommst. Und das ist auch sehr herausfordernd, ja? Ich merke das selber bei mir auch. Es ist unfassbar schwierig mittlerweile, wirklich sich mal Zeit zu nehmen und Ruhe zu finden. Auch in dieser Welt, wo ja auch alles irgendwie schneller wird und komplexer und mehr, diese Zeit zu finden. Es reicht halt nicht mehr, die Tür zuzumachen eigentlich. Eigentlich musst du dein Handy aus dem Fenster schmeißen. Und dein Laptop am besten auch noch. Und dann hast du vielleicht noch ein bisschen Ruhe. Aber ich merke das auch bei mir. Ich brauche teilweise 10, 15 Minuten einfach nur, um mal diese ganzen Gedanken mal ein bisschen runterkommen zu lassen. Und dann eine Sache, die ich vielleicht auch noch ans Herz legen will aus persönlicher Erfahrung, ist diesen Kontakt auch zu einer Kontaktperson. Ja? So eine Art Mentor, irgendwie jemand zu haben, wo man ein bisschen so mit Glaubensfragen Pingpong spielen kann. Ja? Wenn man Fragen hat, so hey, wie sieht es aus, wie geht es dir damit? Jemanden zu haben, wo man sich daran wenden kann. Und ich hoffe, dass ihr so jemanden haben dürft und vielleicht, dass ihr auch jemand aus der Gemeinde, wo auch immer das her sein mag, dass ihr da jemand habt, der euch hilft, wirklich in diese Tiefe auch vorzudringen, in diese Verwurzelung. Und neben all dem geht es aber einfach auch um dieses Bewusstsein und damit will ich abschließen, dass Christus bereits in euch lebt. Wir haben das vorhin gelesen, Christus lebt in euch. Ja? Ihr habt diese Entscheidung für Christus getroffen. Ihr habt dieses Jahr Get Ready auch nochmal intensiv dafür genutzt, um auch eure Wurzeln auch in Christus nochmal wachsen zu lassen. Weil der Nährstoffbedarf, der besteht sowieso. Ja? Das gilt für uns alle. Ich glaube, ich merke das selber und ich glaube, jeder merkt es für sich, dass wir alle immer wieder auf der Suche sind nach Dingen, die uns nähren, ja? Von denen wir zehren können, durch die wir uns definieren können. Und die Frage ist, oder die Verantwortung, die wir darin haben, ist, wo ziehen wir eigentlich unsere Nährstoffe her? Und das ist das, was Paulus uns ans Herz legt, es bleibt verwurzelt in dieser Beziehung, in der Gemeinschaft mit Christus. Und Christoph, du darfst dich gerne bereit machen. Zum Abschluss will ich einfach diese Verheißung mitgeben, das, was wir gerade eben schon gelesen haben, in Kolosser 1, Vers 27, wo Paulus schreibt, ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, ihr habt die feste Zuversicht, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit geben wird. Nicht an eure Herrlichkeit, aber an seine Herrlichkeit. Die Hauptsache ist, fest in Christus verwurzelt zu bleiben.